Hallo miteinander, wir sind heute im schönen Mundlingen unterwegs. Die Einheimischen würden sagen, im schönen Mundlingen. Und ich zeige euch heute ein wunderschönes Objekt, das wir im Verkauf haben. Mundlingen hat rund 2000 Einwohner und ist ein Teil der grossflächigen 5-Dörfer-Gemeinde Oberried im Rheintal. Örtliche Infrastrukturen wie Kindergarten, Primarschule, Oberstufe sind in kürzerer Entfernung erreichbar. Kleinere Einkaufsmöglichkeiten hat es im Dorf und Grossverteiler in den Nachbardörfern Altstetten, Oberried und Wittnau. Der Autobahnanschluss in Kriessera oder Oberried ist in wenigen Minuten erreichbar. Das grosszügige 6,5 Zimmer Einfamilienhaus liegt in einem gepflegten, ruhigen und kinderfreundlichen Einfamilienhausquartier. So, jetzt sind wir sicher gespannt, wie es drinnen aussieht. Gehen wir doch einmal schauen. Wir sind jetzt hier im Eingangsbereich. Wir haben hier eine Garderobe. Dann kommen wir direkt ins Büro. Dann haben wir auf der rechten Seite das Gäste-WC. Der ganze Wohn- und Essbereich ist sehr offen gestaltet worden. Es ist sehr hell, wenn man drinnen ist. Man fühlt sich wirklich sehr wohl. Man sieht auch, im 2007 hat man wirklich sehr gute Materialien verbaut. Man hat so kleine Details eingebaut, wie zum Beispiel so eine Bodensteckdose. Dann haben wir hier auch im Eingangsbereich Einbauschränke. Dann sind wir hier in der wunderschönen, grosszügigen Küche. Man hat wirklich alles, was das Herz begehrt. Man hat einen Steamer, einen Backofen, man hat einen Geschirrspüler. Und ja, es ist wirklich alles so ausgebaut worden, dass man als Familie den Traum vom Eigenheim leben kann. Dann vom Essbereich kommt man auch direkt auf die gedachte Terrasse. Wo man wirklich auch die wunderschönen Sommeräben geniessen. Man hat auf dem Grundstück, das 578 Quadratmeter hat, wirklich sehr viel Platz. Auch eine wunderschöne Nische hat es hier, wo man ein Lagerfeuer machen kann. Sehr praktisch ist auch der direkte Zugang von der Garage ins Haus. Gehen wir doch mal ins Untergeschoss. Hier haben wir wirklich einen sehr grossen Kellerbereich. Es geht dann hier noch weiter, wo man wirklich sehr viel Lagerfläche hat. Hier sind wir im Technikraum. Es hat eine Erdsonde-Wärmepumpe und auch ein Highlight ist der Zentralstaubsauger. Hier im Zwischengeschoss, oberhalb der Garage, haben wir nochmal ein Zimmer, wo man zum Beispiel als Kinderzimmer nutzen kann. Dann auch hier ganz auf den Balkon. So, und hier sind wir im älteren Schlafzimmer. Ein Highlight ist, man hat hier einen direkten Zugang zum grossen Sanitärbereich. Ein besonderes Highlight ist auch der Wäscheabwurf, wo man wirklich ganz einfach kann, Kleider reinwerfen, direkt ins Untergeschoss, wo man nachher die Wäsche machen kann. Ein weiteres Highlight hier im Obergeschoss sind natürlich die grossen, hohen Decken, wo man wirklich auch in jedem Zimmer sieht. In jedem Geschoss kann man auch den Zentralstaubsauger benutzen, einfach den Schlauch einstecken und dann kann man lossaugen.